Hallo und herzlich willkommen zurück zu Smile. Ich bin Mr. Kantafio, let's play das Kaninchen und ich habe mehr Macht als mal Emi. Scheiße! Und wir spielen auf Wunsch von irgendeinem Wahnsinnigen, der scheinbar keine Ahnung hat, dass wir solche Götter nicht können. Oder vielleicht gerade deswegen. Circuit! Hey. Vielleicht hat die Person sich gedacht, so, diesen Gott werden sie richtig schlecht spielen, beziehungsweise diese Göttin. Ja, du hast auf jeden Fall recht, wir werden richtig schlecht spielen. Zum Glück ist kein anderer da, der uns einfach im Grund und Boden stampfen wird. Minions? Okay. Minions, boah, Minions. Noch eine Tote. Was? Ja, Circuit, die ägyptische Göttin des Giftes, der Skorpione und allem, was noch so typisch Frau ist. Hallo? Ich gehe ja schon. Holla, die Waldfee. Hallo? Ach, man fängt mit Quid an. Alter ja. Schwede. Und, ja, was kann sie? Vergiften? Nein, ich will nicht. Ich weiß nicht, kommt mir so vor, als hätten wir das jetzt ein Fühlmer gespielt oder so. Deswegen. Keine Ahnung, also das scheint mir jetzt vorzukommen. Komm. Denk, du springst? Nee. Oh, hallo! Hast du noch kein Mana mehr gehabt, oder was? Nee. Kein Mana und Cooldown, alles auf Cooldown. Scheiße. Ah, schön, Autoticks. Ich hab vergessen, wo wir waren. Ihre Fähigkeit. Ihre Fähigkeit, genau. Alles, was sie macht, erzeugt einen Dot, irgendein, keine Ahnung. Und wenn man zwei oder drei Dots auf sich hat, kriegt man mehr Schaden von ihren Fähigkeiten. Von ihr. Von. Okay. Ihr. Ich weiß nicht, von allem. Okay, von allem. Ich habe keine Ahnung von diesem Gott. Wirklich null. Ich spiele ihn. Wir haben, also, Maimi hat so wenig Ahnung, dass sie ihn kaufen, sie kaufen musste. Also nicht kaufen musste, sondern sich ausleihen. Und ich habe genauso viel Ahnung. Ich habe sie nur, weil ich das Godpack habe. Ja, du bist so cool. Nein. Ja, man hat das Godpack und kann nicht einen einzigen Gott spielen. Das ist so cool. Ja, das kann nur ich. Ja. Man hat auch die besten Skins der Welt und trotzdem... Ja, wie diesen hier, den ich jetzt gerade habe. Das ist der beste Skin von ihr. Gar keiner? Gar keiner. Nein, sie hat... Das muss man sagen. Sie hat unglaublich coole Skins. Hallo. Das reicht nicht! Jetzt tötet er mich wieder! Das ist ein Minion! Das ist ein Minion! Egal, dafür sind die da, dafür bezahle ich die! Nein, jetzt, sie hat wirklich unglaublich coole Skins. Was super schade ist, weil sie halt nicht meins ist und einige der Skins wirklich so cool sind, dass ich mir immer überlege, ah, kaufst du den? Aber nein. Wenn ich sie raten, du findest sie nicht so cool, weil sie ein Nahkämpfer ist und weil sie einen unechten Schwanz hat. Beides. Ja, beides ist ganz gut. Vor allen Dingen unechte Schwänzer, also ich stehe auf echte Schwänzer. Möchtest du die Aussage nochmal überdenken? Nein, ich lasse sie einfach so stehen. Und ich gehe noch einen schon weiter. Mit, denn ihre Ultimate ist, dass sie ihren Stachel nimmt und ganz, ganz tief in ihren Gegnern reinschiebt und Dinge in sie hineinspritzt, bis sie platzen. So. Dann werden die ganz fett, meinst du? Ja, die werden ganz fett und platzen dann. Pardon me, step aside. Surprise. With your last breath. So, um genau zu sein. Jetzt ist die AG ist fertig. Scheiße. Pardon me. Die AG ist. Die EG ist. Der Fluss ist fertig. Ist das Warte Ding mal. Nicht so EG auf ist, ist das nicht ein Meer? Ja. Hieß das Ding nicht so auf Englisch? Heiligtum. Doch, Aegis. Aegis. Aegis ist ein Fluss oder ein Meer oder so. Aber auch aus der Region. Nein, der heißt Po. Ja, das Niveau ist ganz tief unten. Ich bin gehandicapt, jetzt lass mich. Ja, und dann warst du auch noch beim Zahnarzt. Du bist so eine blöde Kuh, ey. Ich hasse dich so sehr. Ja, das sagen sie alle. Und dann waren sie schwanger. Gehst du weg von meinem Buff? Mach ich doch. Gut so. Mach lieber deinen Phönix. Ah, viel Erfolg. Ach ja, wir haben ihre Fähigkeiten immer noch nicht erklärt, ne? Was? Fähigkeiten? Wer? Komm her! Kommst du! Ah!
abseits ihrer Ultimate, die wir erklärt haben und dass alle Fähigkeiten einen Buff erzeugen, einen Dot erzeugen, das Gegenteil eines Buffs, ihre erste Fähigkeit ist, dass sie so im Zickzack mehr huscht, alles angreift, was auf dem Weg ist und damit auch quitten kann. Warte, was man übrigens auch verlängern und verkürzern kann, das habe ich mich vorhin mal gelernt, so ganz spontan. Stimmt. In einer Trainingsrunde. Und ihre zweite Fähigkeit ist, dass sie zwei Kugeln nach vorne schießt. Und wenn ein Gegner von, ein gegnerischer Gott von diesen Kugeln getroffen wird, kriegt er, glaube ich, Schaden. Ja, er kriegt Schaden. Und wird wahnsinnig für eine kurze Zeit. Und dieser Wahnsinn äußert sich darin, dass er entweder mit Basics einen befreundeten Gott angreift, der in der Nähe ist, oder wenn keiner in der Nähe ist, einfach wild auf Circle zuläuft und sagt: Circle, guck mal, ich bin ein großer Fan von dir. Komm, lass uns knuddeln. Lass uns knuddeln, Circle. Ja, du kannst auch nicht angreifen, das ist es. Du kannst mit wirklich nur wie so ein Baby-Fan drauf zulaufen. Wie so ein verwirrtes Kaninchen rumrennen. Wie ein Baby-Fan drauf zulaufen und sagen, knuddel mich. Na egal, ob du mich kaputt machst. Und die dritte Fähigkeit ist, man setzt sich hin und wartet. Unsichtbar. So. Und man kann dann irgendwo hinspringen, wenn man das möchte. Und während man hier so hockt und wartet, ist man für Gegner so lange unsichtbar, solange keiner in diesen weißen Kreis reinkommt. Also man sieht ja diesen weißen Kreis um mich herum jetzt gerade. Und wenn dort ein gegnerischer Gott reingeht, dann werde ich enttarnt. Maimi kann das ja mal ganz kurz zeigen. Ich sitze direkt auf der Mitte der Lane. Du kannst ja mal gerne hier herlaufen, damit ihre Zuschauer das sehen. Und da sieht man auch, dass ich sofort wieder sichtbar wurde. Und ich hab dich da angegriffen. Ja, voll nett. Das ist sehr, sehr löblich von dir. Pardon me. Upala, zu kurz. Ja, das kenne ich nicht. Ich hab's gedacht, ich hab's mir nicht getraut zu sagen. Hast du her? Na, was zum was? You have been sent into the shadows. What? Ich hab dich bald geguckt. Puh. Ja, mein Betäubungsgetränk wirkt langsam. Ja, wirklich. Meine Güte, ist nicht gut. Ja, und die Ultimate, man setzt sich halt auf den Gear, das ist ja egal. Man macht Tool Damage und appliziert einen Dot, der eine ganze Weile hält. Und wenn man in der Zeit. Das war nicht so schlau. Wenn man in der Zeit stirbt, dann explodiert man und verteilt den Dot um sich herum. Ist es nicht normalerweise auch so, dass wenn man mit mehreren spielt, ich weiß nicht, wie es im 1-1 ist, wenn Circuit jemanden mit der Ulti jemanden fixiert hat, dass er sich dann hochheilt? Das war nicht Circuit, ne? War sie Spinne? Was? Was laber ich? Ich habe keine Ahnung, wovon du gerade redest. Doch, Kali ist das! Kali ist das, ja. Wenn die jemanden fixiert und den dann tötet, dann heilt sie sich hoch. Genau. Aber das kannst du nicht selbst entscheiden, welcher Gott das ist. Das wird vom Spiel entschieden oder wer dich zuletzt getötet hat. Ja. Wichtig ist auch noch zu wissen, dass während man gedottet ist, sich nicht heilen kann. Alle Heilung wird komplett reduziert auf 0. Und das ist natürlich sehr, sehr mächtig, gerade gegen solche Götter wie Hercules oder Tark, die eine sehr hohe Eigenheilung bringen. Tark! Hast du Tark gesagt oder Chuck? Jack Chirac. Den französischen. Und wenn nämlich Jack nämlich rumfällt, ist er ein Jacqueline. Der war so schlecht. Der war wirklich schlecht. Litschak. Litschak? Litschak, ja. Litschak. Litschak, der Zombie-Pirat aus Monkey Island. Ja. Nein. Hä? Nein. Doch. Nein. Nicht? Nein. Das wäre cool. Ich möchte bitte einen Litschak-Skin für irgendwen. Ist mir völlig. Hast du nicht schon genug Skins? Du hast sogar einen eigenen Gott mit Anstandshasen nebenbei. Also. Und ich habe auch einen eigenen Skin. Den Nox-Skin. Mhm. Darauf wäre ich jetzt zu sprechen gekommen, hätte ich mir jetzt mich ausschlucken lassen. Getränk! In London haben sie gerade begonnen, stand in der Zeitung, stand wirklich in der Zeitung, dass sie einen Kochkurs aufbauen, in dem es darum geht, mit Sperma zu kochen. Ja, ich meine, ist ja Eiweiß und so bla, ne? Ist ja bekannt. Dass das so ist. Nein! Wo ich da auf dir drauf hing! Ja, das war meine Dornen. Ja, ich hab. Dornen? Ja. Nicht?
Sind die Dorn getötet? Warte mal, ich muss mal gucken. Ja, getötet hat mich ein Scharmützel. Ach, Mann. Nee, Dornen steht hier nicht. Todeskraut, letzter Atem, Grundangriff. Todeskraut? Todeskraut, ja. Heißt wirklich ein Skill von ihr in Deutsch Todeskraut? Warte, ich gucke. Die 1. Alter. Ja, auch als allwissendes Mr. Cutterfee-Kaninchen lernt man nie aus, ne? Ja, das sind so Dinge, die man nicht lernen möchte eigentlich. Ach, jetzt seien Sie mal nicht so, junge Frau. Doch, ich bin so. Nein. That's so interesting. Ja, du bist halt anders. Ja. Wir haben die Fähigkeiten erklärt, wir sind durch. Sind wir? Ja. Okay. Wir können aufhören. Okay. Ja, das war so. Na? Wo bist du? Bin ich da. Wie ist, dass du da bist? Ich gehört. Ich hab's doch gehört. Hallo. Jetzt krieg ich dich. Krieg dich nicht! Ich krieg dich nicht! Es gibt's nicht! Na, stirb doch! You have been sent into the shadows. Ah, schön. Das könnt ihr nochmal angucken bei YouTube unter heftig.de. Nicht unter YouTube. Das fängt aber auch mit You an. Ah. Ich hab nicht gestöhnt. Ich hab laut geschrien. Ja. Aber wenn ich stöhne, hörst du das. Ja, haben wir doch gerade. Nein. Okay. Oh Mann. Trotzdem noch 3,5 ist ganz schön heftig, ey. Und die lebt schon wieder. Ja. Schon wieder. Und ich hab dich gehört. Hallo. Weg. Oh, hatte Angst. Ein bisschen. Mein Dings ist nicht ready. Mein Dings? Ja, das ist da, was ich falsch ausgesprochen habe. Die Ägäis. Ägäis! Ich hab schon wieder Ägäis gesagt. Ja, die Ägäis. Nee. Komm her. Was? Wieso kann ich nicht? Was war das? Konnte ich denn jetzt nicht los? War doch schon betäubt von dir. Ich weiß auch nicht, wo gerade der Schaden herkam. Ich gucke. Ja. Minion hat mich getötet. Wieso tötet jemand Minion? Weil du es nicht drauf hast. Ja, das ist einfach. Stimmt. Oh yes. Ah, hat die gesagt, nicht ich. Ich wünsche mir meinen goldenen Bogen zurück. Wird das schon mal erwähnt? Ja. Sicher? Regelmäßig. So recht. Denke ich. Okay. Ich find's interessant, was du baust. It's all about the accessories. Sag, was du da hinten schon wieder machst. Nix, nix, nix. Aha. Ich mach nix. Nina, nix. Hey, Déjà-vu, hab ich das nicht gerade gemacht? Ah, muss ich auf meinen eigenen Videos nochmal gucken, was ich hier geklickt habe. Na komm, wo bist du? Du bist doch hier irgendwo. Ich kann dich doch riechen. Dann riech mal. Weißt du, was ich da reinbauen möchte? Weißt du, was ich da sehe? Ich weiß, was ich mache. Benny Hill. Das wird ein Benny Hill-Moment. Warte mal, ich muss mal kurz lachen. Ich bin
bin mal fertig. Ich gebe dir mal kurz die Chance und telefoniere mich zurück. It's all about the accessories. Oh Gott! Das, das musst du dir unbedingt angucken, das ist so doof. Ja, das, ich war dabei. Ich war dabei. Scheiße. Step aside. Pardon me. With your last breath. You have sent an enemy into the darkness. Was hast du? Ich hatte keine Mana mehr. No, keine Mana. Keine Mana. Mana, Mana. So. Achso, ich. Oder, wie sagt man? Ach komm, halt's Maul. Jetzt hör halt auf, bis einer weint. Das bist du. Ich heule schon, ja, aber vor Schmerz. Ja, ja. Ey, mir wurde heute ein Zahn gezogen. Ich werde ja wohl ein bisschen Mimimi machen dürfen, oder? Du darfst so viel Mimimi machen, wie du möchtest. Du musst dann nur mit Mimimi klarkommen. Mimimi? Mimi. Mimimi? Mimimi. Wer ist denn Mimimi? Mimimi? Mimimi. Muss ich Mimimi klarkommen? Ja. Kennst du Mimimi? Natürlich kenne ich Mimimi, Austin Powers. Ja. Yeah. Ja, da geht ihm einer. Hat nichts mehr gemacht, oder? Wie denn, der, wisst ihr, wie alt der ist? Ja, und? Bill Murray war heute in der Zeitung. Bill Murray war heute in der Zeitung? Ja, seine Lieblingsmannschaft hat den irgendwas Cup gewonnen. Keine Ahnung, ach, nach 108 Jahren. Ach, ja, das habe ich mitbekommen, ja. Ja, 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 ja. Und da ist er richtig abgegangen und hat da mit den Leuten da gefeiert und richtig Spaß gehabt. Das war cool. Ja. War schön, wenn andere Leute Spaß haben. Ja, ups, das kann ich ja nicht mitnehmen. Schön, dass er noch nicht tot ist. Wer ist tot? Ja, genau, deswegen. Im Hinblick auf viele andere, die schon tot sind. Achso, Bill Murray. Ja, der, ja, genau, der noch nicht. Achso, ja. Ja. Nee, letztens habe ich bloß gesehen gehabt, da gab es eine Diskussion, ist das Bill Murray oder ist das Tom Hanks? Da gab es ein Foto, wo man sich nicht einig war. Ah. Und, wer war's? Ich bin der Meinung, es war Tom Hanks. Ich habe mich durchgelesen. Okay. Ich bin da nicht so, ich muss nicht immer alles wissen. Jetzt. Mach mir mein eigenes Bild und gut ist. Wo bist du schon wieder, du blöde Kuh? Doch. Und dann ist doch schon wieder irgendwo hier in der Ecke rum. Ja. Phoenix ist ab. Ach so, holst du den Red Buff, dann gleich wieder kaputt gemacht. Kann ich ihn hier draufstellen? War ich doch. Nee, mach du. Du lügst. Mhm. Das wüsste ich, wenn ich lüge. Echt? Ja. Geh das wieder los. Nicht lange. Die Wut! Die Wut ist mit mir! Ey, komm, eine 3-8. So schlecht habe ich Schlangen nicht mehr. Also gut habe ich Schlangen nicht mehr abgeschossen. Was? Das stimmt. Geh weg. Okay. Lass mein Titan stehen. So, du bist noch 13 Sekunden weg. So viel Zeit muss sein. Ach, Mann. Ja, ich gehe ja schon. Du kannst ganz schön gemein sein, so manchmal. Ja, doch. Ich bin der Meinung, du nutzt das vollkommen aus, dass ich so bin, wie ich bin. Wie bist du denn? Na, nicht so on top. Aber ist das irgendwann anders? Manchmal. Wenn ich schlafe. Dann bist du on top? Da bin ich total on top. Also im Bett, ne? Da bist du on top. Ganz wieder mit Stacheln und so. Ne, ist egal, lassen wir das. Wir diskutieren das nicht weiter. Kinderfreundlich, Katapi. Du solltest deinen Titan verteidigen, immer so nebenbei. Nimm mich hier alleine. Bin hier. Mach deine Minions. Step aside. Pardon me. Ist nicht wie das ist. Geh, 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 geh. Und hopp! Surprise! Oh. No. Ey! Du! Das, ey! Foul! Rote Karte! Ach, Platz vorbei ist! Ouch! How rude! Unhöflich! Sag tschüss! Tschüss! Tschüss!